Der Verkäufer des Mehrfamilienhauses unter dem Projektnamen Grey Goose hat eine ganz miese Nummer abgezogen. Das ist ein klassischer Betrugsversuch. Was genau passiert ist, wie wir herausfanden, dass er betrügt und was das für unseren Kaufprozess bedeutet, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Die Lücke Show. Mein Name ist Lukas, ich investiere hier in und um Philadelphia an der Ostküste der USA in Immobilien. Das hier ist die dritte Folge zu dem Haus und dem Projektnamen Grey Goose, ein Mehrfamilienhaus in einem Vorort von Philadelphia. In Folge 1 habe ich dir gezeigt, wie wir das Haus gefunden haben. In Folge 2 sind wir mit dem Gutachter durchgegangen und haben uns angeschaut, was für Schäden an dem Haus sind. Mit dieser Folge heute sollte eigentlich der erfolgreiche Kaufabschluss vermeldet werden. Es kam aber alles anders. Die gesamte Playlist zu diesem Mehrfamilienhaus findest du als Link unter diesem Video. Da kannst du dir alle Folgen nacheinander komplett anschauen. In Folge 1 und 2 siehst du, wie unser Kaufangebot für den Verkäufer aussah. Der Verkäufer bat uns, einen Passus einzubauen, dass wir die Kosten für die Lizenz deckeln bzw. übernehmen, die er braucht, um uns das Haus zu verkaufen. Also er geht zur Gemeinde, sagt, er möchte sein Haus verkaufen. Die Gemeinde sagt, ist der Bürgersteig in Ordnung? Stimmt das Abwassersystem noch? Also solche Sachen. Und das wollen die bestätigt haben durch eine Inspektion. Und diesen gesamten Prozess hat der Verkäufer auf uns abgewälzt. Wir haben gesagt, wir übernehmen das für dich. Das ist nicht unüblich. Das ist einfach nur, um dem Verkäufer ein besseres Angebot zu machen und zum Beispiel Arbeit abzunehmen, wenn er einen einfachen Deal haben möchte. Also unsere Crew geht hin und macht die Inspektion. Und das ist der Stand. Um diese Inspektion zu starten, gibt es verschiedene Firmen, die so ein Zertifikat ausstellen, was man der Gemeinde gibt. Und die Gemeinde sagt dann, erfolgreich bestanden, hier hast du deine Lizenz. Hier siehst du, wie die Inspektion gerade im Gange ist. Also da wurde die gesamte Abwasserleitung vom Haus zur Straße und von der Straße zum Haus inspiziert und gefilmt. Im Anschluss an diese Inspektion gab es einen USB-Stick mit allen appetitlichen Aufnahmen. Die Aufnahmen erspare ich dir jetzt. Nur so viel, es gab viel zu sehen. Und was kam jetzt bei der Inspektion raus? Bei der Inspektion gab es mehrere Ergebnisse. Also, das Haus hat nicht einen Abwasseranschluss, sondern zwei, also einen zum städtischen System und danach sind zwei Anschlüsse. Jedes Apartment hat einen eigenen Abwasseranschluss. Und da fangen die Probleme an. Das obere Apartment hat einen Wasseranschluss und genau dahinter ist ein sogenannter Bow. Also da ist so ein U, da steht Wasser drin. Und da steht natürlich nicht nur Wasser drin und das ist ein Problem. Das zweite gravierende Problem ist, beim Apartment 1 ist die komplette Verbindung nicht mehr wirklich vorhanden. Da ist es eigentlich nur noch Zufall, dass da was raustropft. Und das heißt, die gesamte Leitung für beide Apartments muss ersetzt werden und bis zur Straße hin muss aufgebaggert werden. Bei der Inspektion mit dem normalen Hausgutachter, das siehst du in Episode 2 zu dieser Serie hier, da hat es geregnet. Regen bei Inspektion ist im Normalfall immer gut, weil dann sieht man, ob die Dachrinnen dicht sind, ob das Dach dicht ist, ob es irgendwo reintropft, ob vielleicht irgendwo Grundwasser hochdrückt. Und da ist es vorteilhaft. Aber in dem Fall war es nicht vorteilhaft, weil auf dem Boden vom Haus, genau da, wo das Rohr verläuft, sind Markierungen und die waren bei Regen nicht erkennbar. Das heißt, jetzt mit dem Sewer-Inspektor, also mit diesem Abwasserkanalinspekteur, da waren Markierungen auf dem Boden erkennbar. Der Inspekteur hat seine Kamera in dieses Abwassersystem reingeschoben und konnte dann irgendwann nichts mehr sehen. Und die Kamera hat sich auch nicht bewegt, sie steckte fest. Dann hat er Metalldetektor genommen und hat genau rausgefunden, wo die Kamera feststeckt. Und siehe da, genau unter dem Punkt, wo die Kamera feststeckte, war eine grüne Markierung auf dem Driveway, also auf dem Asphalt. Mit anderen Worten, hier stimmt was nicht. Da waren schon mal Klempner da und die haben schon mal festgestellt, dass es hier ein gravierendes Problem gibt. Weil rein zufällig ist so eine Markierung nicht auf dem Boden da, wo auch unsere Kamera feststeckte. In dem Moment gab diese gesamte Geschichte ein ganz anderes Bild. Die Maklerin des Verkäufers drängte in diesem gesamten Prozess von Anfang an darauf, dass wir die UNO-Inspection, also diese Lizenzierung von der Gemeinde, übernehmen. Schon in der ersten Kommunikation war von ihr die Aussage, das würde dem Verkäufer sehr gut gefallen, wenn ihr das mit übernehmen würdet, könnt ihr das machen. So eine Anfrage ist nicht ungewöhnlich, weil das erleichtert für den Verkäufer natürlich den Prozess und dadurch sticht unser Angebot auch hervor. Wir haben es natürlich gemacht. Wir haben aber gesagt, wir deckeln genau diese Kosten, die da entstehen würden, bei $5.000. Die Schäden, die wir hier festgestellt haben, in dieser Inspektion, gehen weit über das hinaus. Auch auf explizite Rückfrage ganz zu Beginn, ob denn Schäden bekannt seien, auch am Abwassersystem, kam ein explizites Nein von der Maklerin. Ebenso hatte der Verkäufer mehrfach schriftlich bestätigt, dass ihm keinerlei Schäden bekannt sind. In mehreren Dokumenten muss er bestätigen, dass ihm das nicht bekannt ist, bei Strafe.
Im Seller's Disclosure, also da, wo er Schäden angeben kann und muss, steht drin, da gibt es keine Probleme. Das hat er unterschrieben. In dem Kaufvertrag, also in unserem Angebot, steht auch drin, wenn dir Schäden bekannt sind, sag uns bitte Bescheid. Hat er unterschrieben, steht nichts drin, ihm ist nichts bekannt. Und dann, last but not least, nach unserer Nachverhandlung hat er denselben Kaufvertrag natürlich nochmal unterschrieben, weil wir ein Addendum gemacht haben. Und da hat er nochmal, das dritte Mal in diesem Fall, bestätigt, dass ihm keine Schäden bekannt sind. Also zusammengefasst, der Maklerin sind keine Schäden bekannt, aber wir sollen uns bitte um die Lizenz kümmern. Dem Verkäufer sind dreimal sozusagen keine Schäden bekannt, aber wir sollen uns um die U&O-Inspection kümmern. Das riecht nach Betrug. Das ist ganz klar nicht mehr Zufall. Also ordnen wir das Ganze mal zeitlich ein. Hier auf einem Zeitstrahl sehen wir, das Seller's Disclosure hat er unterschrieben am 9.2. Am 9.2. waren ihm offensichtlich keine Schäden bekannt. Das hat er hier schriftlich versichert. Dann schriftliche Rückfrage bei der Maklerin, ganz zu Beginn unseres Kaufprozesses, Mitte März. Ihr waren auch keine Schäden bekannt. Unser Angebot hat er angenommen, auch Mitte, Ende März. Und das Addendum hat er auch dann nochmal angenommen. Ende März. Das heißt, zwischen Februar und Ende März ist ihm nichts bekannt gewesen, dass da irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Auch der Maklerin war nichts bekannt. Zufall? Lukas, Betrug ist ein schlimmes Wort. Kannst du auch belegen, dass er betrogen hat, dass er von Schäden wusste? Ja, ich kann es beweisen. Beim Gespräch mit Nachbarn kam nämlich raus, dass da schon mal Klempner da waren. Einer von denen erinnerte sich sogar, dass die ein großes, buntes Auto hatten. Da hatte ich ein paar Indizien und dann habe ich auch rausgefunden, wer im Ort, im größeren Umfeld, ein buntes Auto hat und Klempner ist und für solche Themen spezialisiert wäre. Da gibt es nicht so viele. Bei denen habe ich angerufen und habe gesagt, hier, ich bin der und der, ich will dieses Haus kaufen und ich weiß, ihr wart schon mal da, ich habe aber jetzt gerade den Verkäufer nicht erreicht, ich würde gerne mal das Angebot sehen, was ihr ihm geschickt habt. Da kam die Rückfrage von dem Klempner, welches Angebot meinst du? Wir haben nämlich zwei Angebote geschickt. Und da kam raus, nachdem ich beide Angebote hatte, das erste Angebot waren 13.000 Dollar Reparaturkosten und das zweite Angebot waren 16.000 Dollar Reparaturkosten. Und datiert waren sie beide auf Ende Februar, auf dem 26.02. Hier im Zeitstrahl nochmal, ab 9.02. wusste er von nichts, Mitte März wusste er auch noch nichts und Ende März auch wieder nichts. Aber er hat ein Angebot, zwei Angebote, um genau zu sein, Ende Februar von 13.000 bis 16.000 Dollar. Das heißt, er hat betrügerisch versucht, uns diese Schäden unterzujubeln. Okay, Betrug. Und was nun? Diese Informationen und beide Kostenvoranschläge, also 13.000 und 16.000, habe ich jetzt an die Maklerin, an meine Maklerin weitergegeben, damit sie die Gegnermaklerin und den Verkäufer damit konfrontiert. Ich darf nicht mit denen direkt reden, will ich in dem Fall auch gar nicht. Die gegnerische Maklerin hat natürlich versichert, es gibt keine Schäden und die sind keine bekannt. Jetzt mit diesen zwei Kostenvoranschlägen fängt sie natürlich an zu schwimmen und hat Angst um ihre Maklerlizenz, weil die steht natürlich auf dem Spiel, für sie. Für den Verkäufer geht es hier um den ganz klassischen Betrugsfall. Er weiß von Schäden, teilt sie uns nicht mit, er disclosed sie nicht, mehrfach, und er will uns natürlich dann diese Schäden unterjubeln. Und das ist ein klassischer Fraud Case, also da würde er jede Anklage verlieren. Wir haben natürlich jetzt schon 1.060 Dollar circa in Inspektionen plus Zeit in dieses Haus investiert. Sollte jetzt der Deal platzen, hat der Verkäufer Zeit verloren und er muss uns mindestens diese Inspektionskosten ersetzen. Es sieht nicht gut aus. Dich interessieren solche Themen? Du möchtest irgendwas genauer wissen? Ich bin über ein Thema zu schnell drüber gesprungen. Schreib mir das ganz einfach in die Kommentare unter das Video. Und jetzt gebe ich dir noch einen Moment Zeit, den Like-Button zu drücken. Den findest du rechts unter diesem Video. Warte kurz, jetzt gebe ich dir Zeit dafür. Gefunden? Geklickt? Dankeschön, weiter geht's. Wir wollen natürlich noch einen Deal haben. Wir wollen natürlich weitermachen. Aber jetzt geht's darum, wie kommt man aus so einer Misere wieder raus? Jetzt liegt's am Verkäufer, da zu reagieren. Bin gespannt, was da zurückkommt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wie es weitergeht mit diesem Grey Goose House, ob es weitergeht, erfährst du im nächsten Video. Danke und bis dahin.